Hallo, es wird ein Pferd. Wolltet ihr doch schon immer mal wissen, oder? Ich mache mich mal kurz vorm Acker und dann mache ich hier weiter und nimm mal mein Gesicht aus dem Bild. So, ich habe da mal etwas vorbereitet und zwar ist das ein Zuckerhut. Um diesen Zuckerhut zu machen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist, eine Tonplatte auszurollen, die über eine Styropor-Halbkugel zu legen und schön anzuformen, diese dann mittig, also diese Platte, nachdem sie angeformt wurde, dann mittig zusammenklappen und verbinden und unten den Zipfel abschneiden, da das steht. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann gibt es noch viele andere. Man kann das auch frei aus der Hand formen oder es muss ja auch kein Zuckerhut sein, sondern irgendwas anderes, was irgendwie als Unterteil oder Körperteil zu einem Pferd passt. So, den zeige ich euch jetzt mal von hinten. Ich glaube, das war hier, wo die Naht ist. Jetzt kippe ich ihn hier so ein bisschen nach vorne. So. Nach vorne. Entschuldigung, da hat gerade jemand angerufen. Aber ich konnte ja gerade nicht rangehen. Ich bin ja live. So, dieses Live-Video von heute Abend wird ein paar Tage auf Facebook zu sehen sein und dann später wieder auf YouTube. Deswegen werde ich auch nicht auf irgendwelche Kommentare reagieren. Aber freue mich natürlich, wenn ihr Kommentare habt. Natürlich, natürlich. So, so ungefähr. Ne? Jetzt drücke ich das hier noch seitlich ein bisschen, dass er unten nicht ganz so rund bleibt, sondern eher so oval vielleicht ist. So. Wunderbar. So, es kann natürlich noch alles Mögliche jetzt werden, außer ein Pferd. Also das ist jetzt praktisch ein langer Pferdehals. Mein Pferdchen besteht nur aus Hals und Kopf. Die Mähne natürlich und alles, was am Kopf dran ist. Aber keine Beine und kein Pferdeschwanz. Will ich so haben, lasse ich mir nicht reinreden. Mein Pferd, meine Entscheidung. Ne? So, jetzt stimmt die Form hier einigermaßen. Und ein bisschen ist es ja noch bewegbar. Die ganze Zeit kann ich ja immer noch dran rum modellieren und drücken und ziehen und streichen. So, aber so lasse ich das erstmal, das Pferdchen. Ne, das ist von der Seite, so ist es von vorne, andere Seite und das hier wird hinten, kommt nachher die Mähne so lang. Ne? Das stelle ich mal beiseite und jetzt hole ich mir mal einen ordentlichen Batzen Ton und einen Sackhut. Ungefähr so viel, eine gute Handvoll, also eine richtig gute Handvoll. Ich kann mal hier noch einen Test machen, einen optischen. Drückt das schon mal ein bisschen in Form und halt das mal hier so rauf. Und ich glaube, das kommt ganz gut hin. Ne? Ich möchte mal eins hier Bänder ankippen. So. Ich glaube, so passt das von der Größe her. Ne? Ich sag mal ja, was ihr dazu sagt, weiß ich nicht. So. Wieder zurück mit dem Pferdchen. Und jetzt knete ich mir aus diesem Klumpen erstmal ein Ei. Wichtig ist natürlich, dass keine Luft eingeschlossen ist. Da ich das jetzt aber gar nicht kontrollieren kann, weil das ja massiv ist, ist es wichtig, ordentlich Kraft aufzuwenden und eventuelle Bläschen, die enthalten sind, zum Platzen zu bringen. So, aber gleich höhle ich das aus. Und dann merke ich schon eher, ob da Luft drin ist. Wie gesagt, Luft drin ist gar nicht gut. So, ich habe hier so ein schönes Long Ei, ne? Long Island. Nein, ein Ei, ein schönes, langes, spitzes Ei. So, hier vorne, das Breite, das wird bei mir das Maul. Gerne auch, wer mag das andersrum nehmen. Mir gefällt es so rum besser, ne? So, und jetzt höhle ich das aus, und zwar von hinten. Das ist der Hinterkopf, der zukünftige.
Da bohre ich mal mit meinem langen Finger hinein, soweit es geht, so lang wie der Finger ist, und drehe es in der Hand und drücke den Finger in die Tonwand rein, dass sich der Innenraum schön aushöhlt und dass ich ein Gefühl dafür bekomme, ob da eventuell das ein oder andere Luftbläschen drin ist. So, es freut mich sehr, dass ihr so zahlreich hier zuguckt, obwohl ja so ein schönes Wetter ist. Aber manchmal ist es auch einfach besser, bei dem Wetter drin zu bleiben. Das ist ja mal ein Bannig-Hate-Hüt, ne? So, ich drücke und forme und achte darauf, dass es einigermaßen gleichmäßig ist, dass nicht eine Stelle ganz dünn ist und die nächste ganz dick. Ich kann das nicht sehen, deswegen arbeite ich nach Gefühl. So, jetzt habe ich das hier schön ausgehöhlt. Gleich. Ich kann ja immer ewig drücken, ne? Das bis zur Perfektion. Aber so viel Zeit will ich mir jetzt gar nicht nehmen. Ist ja vielleicht auch langweilig für euch. So. Die Öffnung, die schiebe ich jetzt zusammen. Ich zeige euch noch einmal aus der Nähe, wie schön das aussieht von innen. Alles schön, einigermaßen gleichmäßig ausgehöhlt. Von außen ist es noch ein bisschen bäulig. Das macht nichts, das wird alles wieder glatt. Später. So, ich schiebe das Loch zusammen. Dabei drehe ich das Ei zwischen den Händen, bis hier die Puperze übrig bleibt. Und die schmiere ich dann zu mit den Fingern, bis kein Loch mehr zu sehen ist. So, jetzt mache ich das Ei von außen schön glatt und habe hier dieses Hilfsgerät. Mit Gefühl schlage ich es ringsherum, schlage ich alle Beulen runter. So. Was ihr hier noch für ein Geräusch hört, das ist der Brennofen, der ist heute an. So. Das gefällt mir. Jetzt drücke ich es noch ein bisschen in Form. Ich hatte ja gesagt, ich möchte gerne das breite Ende nach vorne haben, das breite Maul. Es wird ein breites Maul. Wenn es nicht mehr zu wischen geht hier mit den Fingern, dann immer mal die Finger etwas befeuchten. Wer gerne oder wer dazu neigt, zu viel Wasser zu nehmen und dann entgleitet alles aus den Händen, dann würde ich empfehlen, einen feuchten Schwamm hier hinzulegen und immer nur die Finger auf den Schwamm drücken, denn ist automatisch nicht so viel Feuchtigkeit. So. Ansonsten immer schön die Feuchtigkeit gleich verstreichen, dass ich das gar nicht erst sammeln kann an einer Stelle, dass das alles schön gleichmäßig geschmeidig wird. So, das sieht doch schon mal, mir gefällt's. Hinten wird sowieso gleich noch ein bisschen rumgebeult, das ist erstmal noch nicht so wichtig, aber vorne, wo das Mul hinkommt, das Maul vom Pferd, da sollte das schon schön glatt sein und beulenfrei und faltenfrei. So. Okay, ungefähr so. Man kann ja auch nochmal, ich könnte ja auch nochmal mit dem Gummi rüber ziehen. Oh, was ist das schön. So. So sieht das nun aus, nicht? Schönes glattes Ei. Jetzt fahre ich mit meinem Finger hier lang, also nicht genau mittig, aber auch nicht zu weit unten, sondern ein ganz kleines Stück unter der Mitte. Guck mal von vorne, da das gerade ist und ziehe da mal so eine kleine Kante rein mit einem leichten Bogen nach oben. Also das ist oben. So, andere Seite. Das Gleiche.
Gucken, dass es einigermaßen die gleiche Richtung hat. So. So sieht das nun aus. Es lächelt schon ein bisschen. Könnte aber auch noch ein Dino-Kopf werden. Wird aber ein Pferd. So, die Kante mache ich jetzt mal ein bisschen krasser, also ein bisschen kontrastreicher. So. Das Pferd soll nämlich seine Zähne zeigen. Und die drücke ich jetzt hier ein. Ich merke gerade, ich habe immer noch die Sonnenbrille auf. Ich wundere mich schon, warum das hier so dunkel ist. Ich tausche mal die Brillen aus. Mal die Guckbrille hier aufsetzen. So, besser. Ja, viel besser. Ich habe schon gedacht, was ist denn hier los? So, jetzt drücke ich hier die Zähne ein mit so einem geraden Holz. Ne, das hat hier so eine kurze, gerade Kante. Und damit kann ich das eindrücken. Ich fange in der Mitte an. Und dann zähle ich 1, 2, 3, 4 und zur anderen Seite auch. 1, 2, 3, 4. So, jetzt haben wir schon fast die Oberlippe und die Zähne. Wer möchte, kann die auch gerne noch teilen, Oberzähne und Unterzähne. Ich finde, das muss nicht sein. So, jetzt kommt hier unterhalb der Zähne. Hier modelliere ich jetzt eine kleine Unterlippe an und folge praktisch dem Verlauf der Zähne bis hier in den Winkel hinein. So. Und reiß das schon mal auf. Dann nehme ich mir schöne weiche Masse aus dem Sack. Das war Ben Fell. So. Und roll mir mal hier so ein kleines, feines, geschmeidiges Würstchen. Gerne in der Mitte etwas dicker lassen und an den Enden etwas schmaler werden. Hauptsache, es ist schön weich und bleibt geschmeidig, da das beim Verbinden nachher nicht bricht. So, jetzt reiße ich das auch auf. Sicher ist sicher. Bisschen Wasser dran, ein Bettenworte an. So. Und nun lege ich das mit der dicken Mitte hier an den Mittelzahn, dass es zu beiden Seiten einigermaßen gleich lang absteht. Drückt das hier ran und wenn das zu kurz sein sollte, dann ziehe ich das beim Drücken noch ein bisschen nach hinten. So. Die eine Seite und jetzt geht's rüber zur anderen Seite. So. Und hier oben die Kante bleibt, die zu den Zähnen gewandt ist. Und unten schmiere ich die Kante weg, Stück für Stück. Mit viel Gefühl. So. Da da nichts mehr tau sein ist. Von der Wurst. So. Nun hat er ein schönes Maul. Was jetzt hier so rausschmattert, da unten, an der Kante lang, das nehme ich nachher mit einem feinen Pinsel ab. So. Hier oben kriegt das auch noch ein bisschen eine Lippe. Da drücke ich das hier. Ich halte das mal schön zentral fest und schiebe das hier so ein bisschen runter. Der Kopf ist ja jetzt hohl. Ich kann ihn schön verformen, weil die Luft nicht entweicht. Und dann kann ich das schön mit Gefühl genauso machen, wie es wird. Es wird, wie es wird. Manchmal wird es auch so, wie ich es möchte. So.
Wenn das hier mit der Oberlippe nicht gelingt, ist da natürlich auch die Möglichkeit, dort auch eine Wurst aufzusetzen. So. So sieht's aus von der Seite. So. Ich nehme es jetzt so rum. Die Zähne zeigen jetzt zu mir. Und mit den Daumen, die sind an der Oberlippe praktisch, über der Oberlippe, massiere ich hier mal so zwei Beulen rein. Für die Nasenlöcher später. So. Und das Stück hier, da versuche ich so, wie es auch ist beim Pferd, das so ein bisschen schräg hier nach hinten zu ziehen. Das sind alles so kleine Feinheiten, die ich jetzt ganz gut finde, aber die vielleicht nicht unbedingt sein müssen. Also wenn das jetzt nicht gelingt bei euch, nicht aufgeben, kann man auch weglassen, wenn es gar nichts wird. Oder das wird ein schiefes Pferd, ist ja auch nicht so schlimm. Ist ja halt selbst gemacht, ne? So, die Nasenlöcher. Gut, so sieht es jetzt aus von der Seite. Ne, ich habe das hier so ein bisschen schräg nach hinten weggeschoben. Den Hinterkopf hatte ich ja gesagt, den modelliere ich gleich nochmal nach. Ist ein bisschen breit jetzt alles geworden. Der Pferdekopf ist ja eigentlich eher so lang, aber es wird, wie es wird, ne? So. Könnte ja auch noch so ein Halloween-Kopf jetzt sein, ne? Aber es wird ein Pferdekopf. Jetzt schneide ich hier unten ein Loch rein. Mit dem Lochschneider, so. Und fahre da schön mit einem feuchten Finger. Und gehe hier von innen nochmal und forme das noch ein bisschen nach. Hier vorne soll das so bleiben. Und hier versuche ich mal noch ein bisschen aus dem Hinterkopf rauszuholen. Mit viel Gefühl, nicht, dass der Finger hier durchkommt. Und von innen haben wir ja auch noch hier im Hinterkopf die Puperze, hier an der Stelle. Da ist von innen natürlich alles noch faltig. Und das ist unser Material, was wir jetzt nehmen können, um da einen schönen Hinterkopf zu formen. Ne, habe ich hier so ein bisschen ausgeformt. So, jetzt ziehe ich hier am Loch entlang ein ganz kleines bisschen Masse runter. Das ist denn so ein Stückchen, wie so ein Stückchen Hals. Das ist mein Gaut. Und so sieht das aus jetzt. So, von der Seite, von unten, von vorne und von hinten. So, jetzt mache ich mal gleich Probesitzen, ob das nun hier irgendwie schön auf den Körper raufpasst. Da ist er. Ich schaue mal hier nach vorne. Jetzt kann ich hier mal gucken, wie ich das da drauf haben möchte. Er könnte jetzt ein bisschen nach oben gucken. Nee, das reicht nicht. Ich werde mal an der Kamera was verändern. Kleinen Moment bitte, Entschuldigung. Die Kamera ist mit zwei Säcken Ton gesichert, dass er nicht umfällt. So, jetzt nochmal. Ja, na, ist ja immer noch nicht besser. Dann mache ich das mal so. Ja, so. Ne, ich könnte das auch mal hier so drehen. Weil das sollte ja eigentlich hinten sein, aber es könnte ja auch hier so ein Yoga-Pferd sein. Ne? So ein bisschen überstreckt.
Wie ihr wollt. Macht doch, was ihr wollt. Ich dreh's wieder. Ich mach das so. Jo. Das wird was. Ich passe das jetzt nur vorsichtig an, dass ich sehe, wie das wirkt. Das ist mein Gaut, ne? Dann reiße ich mal hier sicherheitshalber noch eine Linie, weil ich schneide jetzt hier oben den Zipfel ab gleich. So. Blieb das dann? Jo. Ich schneide jetzt hier diesen Zipfel ab. Also nicht genau an der Linie abschneiden, ne? Das ist die Verbindungsstelle, ne? So, und da muss ich jetzt ein Loch reinmachen. Also der Hals wird ja da ein bisschen rüber gestülpt. Und deswegen nicht an der Linie abschneiden. Dann passt der Hals ja nicht mehr drauf. Dann müssen wir den Hals nochmal weiten. So, alles schön aufrauen. Das hier auch aufreißen. Die Innenseite vom Hals. Alles ein bisschen nass machen. Alles ein bisschen nass machen. Ich muss ja deutlich sprechen, sonst haut der Übersetzer nachher nicht hin und entstehen da ganz merkwürdige Untertitel. So. Schön rupp damit und einmal vorsichtig andrücken. Und hier schön runterziehen, entweder mit den Fingern oder mit einem Hölzchen, wie es am besten geht. Bei mir geht es nur gerade mit dem Finger ganz gut. Immer schön das Köpfchen halten. So. Ein Hölzchen. Jetzt schön nochmal nachschmieren und dabei immer mal schon auf die Form gucken, dass hier keine Rillen entstehen, wo keine hin sollen, keine Beulen bleiben, keine Übergänge zu sehen sind, dass der Unterkiefer nicht so tief wird, sondern eher so flach bleibt. Nicht, dass er nachher ein Doppelkinn kriegt. So. Und zur Sicherheit mache ich da nochmal eine feine Wurst rum. Die würde ich jetzt gar nicht so nass machen. Die muss gut biegsam sein, aber nicht so nass. Das ist jetzt eine sehr empfindliche Stelle. Und wenn das zu feucht ist, zu viel Wasser reinkommt, wird das zu schwer. Dann zieht es die ganze Zeit den Kopf irgendwie nach hinten oder nach vorne, je nachdem, wo er sitzt. Also jetzt, das mache ich mal ohne Wasser. Aber trotzdem schön fest andrücken. Keine Luft einarbeiten. Und eine Hand hält hier immer den Kopf, ne? Ich drücke hier so mit dem Daumen runter, dass der schön oben bleibt. Jetzt halte ich hier den Hinterkopf nach hinten. Immer eine Hand am Kopf und eine Hand schmiert. Und schön kompakt festhalten. So. Nach unten sieht es jetzt ganz gut aus. Jetzt gucke ich, dass ich die Maße hier nach oben gezogen kriege. Dass keine Rille mehr zu sehen ist. Stück für Stück. Jetzt nehme ich nochmal das Hölzchen. Hier aufpassen, nicht zu viel Wasser.
musste es nur mal kurz sauber machen. So, ich drehe das jetzt um, habe hier einen Finger hinten dran, die anderen Finger sind hier am Körper, körpernah, drehe das jetzt um auf den Kopf, dass ich hier von unten, da spüre ich noch eine Rille und das ist ein bisschen rückenunfreundlich. Ich drehe das jetzt mal um und dann kann ich hier wunderbar hier so lang streichen. So, mit dem Hölzchen. So, wo ich ihn gerade so schön falsch rum hier in der Hand habe, ne? Drehe den mal hier zur Seite, nehme ich mal so einen von mit diesen Holzlöffel hier, der hat so einen schönen runden Stiel. Mit dem Stiel fahre ich jetzt hier in den Hals hinein, ich gucke da auch mal, ob ich treffe, und drücke das, den Stiel praktisch, die Halsöffnung vom Körper in die Halsöffnung vom Kopf hinein. Ist leider nicht sehr kamerafreundlich, aber ich denke, ich habe mich ordentlich ausgedrückt, dass ihr versteht, was ich meine. So, ne? Also ich habe das von innen jetzt etwas dagegen gedrückt, um es aneinander zu pressen, dass die Verbindung hält. So, fühlt sich alles ganz gut an. Jetzt gehe ich hier nochmal mit einem leicht feuchten Gummi rüber. Da das schön wird. Schön glatt und schier wie ein Kinderpopo. So. Nee, was ist das schön? Wie gefällt mir hier diese Biegung noch nicht so optimal? Da würde ich noch Eisbetten rumfummeln. So, aber ist ja alles weich und solange es weich ist, ist es ja veränderbar. Das ist ja das Schöne daran. Kann man ja noch ein bisschen rumfummeln. Und wenn das nichts wird, wird da eben was anderes draus, ne? So, jetzt habe ich mir einen ganz, ganz tollen Trick ausgedacht. Ich weiß auch nicht, ob ich den schon mal gezeigt habe. Es geht um den Ohrentrick. Das Pferdchen bekommt jetzt zwei Ohren und ich habe ja schon so viel gezeigt in Büchern und Videos, dass ich jetzt gar nicht weiß, ob ich das schon mal gezeigt habe. Kann mir ja auch nicht alles merken und deswegen passt er hier an dieser Stelle. Der Ohrentrick passt jetzt hier hin und den mache ich gleich, wenn ich genug geschmiert habe, aber das kann dauern. Nein, nein, ich reiß mich zusammen. Ich muss hier gleich Schluss machen mit dem Schmieren. Ja, fein. Ist gut, Brauner. So, Pferdchen zur Seite. Und das habe ich richtig gut gemacht. Hier wackelt nichts. Das ist alles ziemlich sicher. Und der Trick dafür war, eben das nicht zu viel Wasser hier zu verwenden. Ne? So, wunderbar. Und jetzt kommt der Ohrentrick. So, ein Stück zurückziehen. So. Ich nehme eine Menge Ton. Diese Menge, das ist jetzt ja, etwas weniger natürlich als der Kopf. Ich mache mal noch ein bisschen ab. Soll ja kein Esel werden. So, knete das einmal schön durch mit feuchten Fingern, dass das geschmeidig bleibt. Und roll das mal so, dreh das so in der Hand. Dann forme ich daraus so einen kleinen Kegel. So. Kegelförmig, klatsch mal unten gegen, dann rolle ich das hier mal übers Brett, dann stucke ich das wieder auf, so, und dann rolle ich nochmal, und dann stucke ich nochmal, und mache das Ganze so ein Betten scheif, ein bisschen schief,
So, ja, ein bisschen schräg. Wunderbar. Und nicht zu spitz hier am Ende, ganz wichtig. Spitze, feine Sachen brechen auch sehr gerne mal ab. So habe ich das jetzt gemacht. Ein schräger Kegel. Unten ist es rund. Und die Spitze ist leicht gebogen, leicht zur Seite geneigt. So, mit einer sauberen Messerklinge versuche ich jetzt das ganze Ding hier schrägseitig so in der Mitte durchzuschneiden. Ist natürlich von Vorteil, wenn die Klinge jetzt auch so lang ist vom Messer. Das mit der Mitte ist auch nicht ganz so einfach, ne? Also schön langsam mit Gefühl, dass ihr rechtzeitig nochmal das Messer leicht kippen könnt, falls ihr von der Mitte abkommt. So, ich habe das durch zwei geteilt und nehme es auseinander. So, jetzt habe ich praktisch zwei in etwa gleiche Ohren. Das war der Ohrentrick. Gut, ne? Jetzt mache ich die Kanten hier feucht und weich. Nicht, dass das nicht so scharfkantig ist. So, ich habe die Mitte nicht ganz getroffen. Ist aber auch nicht so schlimm. Kommt jetzt keiner vom Amt und misst da mal nach. Ich halte das mal hier so schön fest. Das eine Ohr. Nee, so nicht. Ich halte das, leg das mal so in die Handmulde rein, in die Handfläche. Und ziehe mit dem Finger mal so eine Mulde. Denn erhalte ich eine Ohrmuschel. So, das Ganze stelle ich jetzt hier so aufs Brett, da das steht. Und wiederhole das mit dem zweiten Ohr. Ohr in die Handfläche, eine Mulde drücken. So, nicht zu dünn, wir brauchen hier noch ein bisschen Masse zum Anschmieren. Und auch schräg aufsetzen, hier auf das Brett rauf. So. Also wenn das mit der Mitte noch krasser ist, als ich den Unterschied jetzt habe, dann empfehle ich einfach hier von dem dickeren Ohr auch noch eine dünne Scheibe abzuschneiden. Ich versuche das jetzt mal so hinzumodellieren, da das reicht. So. Nein, dahin. Ich möchte wieder ein Store hin. So. Jetzt mache ich Ohrenprobe. Eins kommt hier hin. Achso, man kann jetzt noch, je nach, also das war ja hier schräg. Jetzt kann ich überlegen, ob ich die Ohren so anbringe. Oder so. Ne? Das ist hier die Variante Dobermann. Ich drehe das gleich mal um. Ich drücke das mal hier vorsichtig an, da das schon mal ein bisschen hält. So gehen sie nach oben. Und andersrum würden die Ohren natürlich so ein bisschen zur Seite fallen. Ne? Jeder kann das machen, wie er will. Ich mache das mal so. So. Und die Pferdespezialisten, SpezialistInnen unter euch, die haben da ja vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten. Ich bin keine Pferdespezialistin. Ich mache das jetzt einfach so, wie es mir gefällt und am Ende schreibe ich Pferd dran. So, ich reiße das jetzt hier auf. Die Stelle, wo die Ohren hin sollen. Und die Verbindungskante am Ohr. Und vorsichtig mal so schieben, dass die Feuchtigkeit hier aus der Ritze austritt. Einmal ringsrum. Und wiederhole das Ganze für die andere Seite. Ne? Hier schön aufreißen. Und auch hier, wo das Ohr hinkommt, ich sehe hier noch einen kleinen Abdruck, weil ich es ja ein bisschen rangedrückt habe, zum Gucken, wie es aussieht. Ansonsten kann man sicherheitshalber auch eine Linie ziehen.
Oder was auch immer gut ist, lieber etwas zu viel aufreißen als zu wenig, ne? So, ich schiebe das hier wieder runter. Hier habe ich ein bisschen mehr Masse. Das Ohr war ein bisschen dicker. So. So, und jetzt lasse ich die Ohren an den Kopf ranwachsen. Mit dem Hölzchen lasse ich die Kante hier verschwinden. Am besten immer so ein bisschen mittig vom Ohr schon ansetzen und von dort mit leichtem Druck runterziehen. Runterschieben über die Verbindung rüber, sodass diese verschwindet und nicht mehr zu sehen ist. So, beide Ohren gleichzeitig. Für das Ohreninnere zeige ich euch gleich. Da ist etwas schwieriger mit dem Hölzchen. Da nehme ich dann die Murmelseite hier, das Murmelhölzchen. Ne, muss ich mal wieder ein bisschen sauber machen hier. Ne, kann ich mit der Murmel schön hier das Innenohr verstreichen. Verbinden. Die Innenkante, die Ohrinnenkante. So. Unten war ich noch nicht. Also schön überall, nicht hier unten vergessen, ne? Dann dringt da später mal Luft ein, vielleicht. Also bei uns ist es problematisch, weil wir ja fast nur Raku brennen und sobald da irgendwie eine Ritze ist, die so ein bisschen offen ist, weil nicht ordentlich verschmiert, dringt spätestens, wenn ich das Teil dann wasche nach dem Brennen, Wasser ein und dann kann das sein, dass es da sich ganz leicht löst und einfach abgeht. Deswegen muss ich das hier ganz genau machen, was aber jetzt im Elektroglasurbrand vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Muss man nicht ganz so sorgfältig sein. Aber es soll ja bei mir zumindest schön aussehen. Auch wenn man da aus Versehen von unten mal ranguckt, möchte ich da keine Ritze sehen. So, das ist ja aus dem Pferd rausgewachsen, das Ohr. Und nicht irgendwie da reingesteckt und rangetackert. Nun nimmt das hier langsam Gestalt an. Ich konzentriere mich erstmal hier auf die Verbindung der Ohren, dass die schön hier angeschmiert werden. Und dann kann ich mir nochmal die Form angucken und die noch ein bisschen zurechtbiegen. Zur Seite knicken, nach oben knicken, nach hinten biegen. Vielleicht hat das Pferd ja Gegenwind, dann fliegen die Ohren nach hinten. So kann ich alles machen, wenn die Verbindung steht. So, hier ist noch so eine Kante drin. So, mit den feuchten Daumen fahre ich jetzt hier rein. Finger sind außen, die Daumen sind hier in der Ohrmuschel drin. Massiere nochmal schön die Ohren aus. Und so sieht's aus. Meine Damen und Herren, so sieht es aus, das Pferd ohne Beine, ohne Augen und ohne Mähne bis jetzt. Aber das haben wir gleich. Na? Super. So, jetzt kommen meine Augen drauf. Zwei kleine Murmeln. Eins und zwei. Wird natürlich kein naturgetreues Pferd. Kann ich gar nicht machen. Kann ich schon machen, aber wird ganz teuer. Wird nicht so billig, ne? Wird etwas teurer, weil dauert ganz lange. Wahrscheinlich 2 Tage und 5 Nächte. So, ich drücke mir hier die Augen schon ein bisschen zurecht. Pass auf, dass die nicht zu schmal werden, ne? So, dann positioniere ich sie mal hier so hin. Und dann kicke ich mir das mal von vorne an, ob mir das gefällt. Ich sag mal, yo,
Jo, das gefällt mir. Also, wenn es mir gefällt, mache ich sie ran. Und rupp damit. So, schön vorsichtig andrücken. Ohne die Augen zu zerdrücken. Hier vorne lasse ich das so, da schmiere ich jetzt überhaupt nichts dran rum, aber hintenrum nehme ich mit dem Hölzchen, ziehe ich Masse von den Augen zum Kopf hin. Ich mache das mal seitlich. So. Hier hinten auch so ein bisschen über die Mitte gehen, dass sich die da auch schön miteinander verbinden, die Augen. Und ich finde es immer ganz gut, ganz praktisch und ganz sicher, wenn ich hier überall mit dem Finger langfahren kann. Wenn ich da langfahren kann und keine Ritze und keine Rille mehr übrig bleibt. Jetzt kommt ja hier gleich noch eine Pferdemähne, die soll sich hier so anschmiegen. Und wenn dann dazwischen ein Kanal bleibt, ein Luftkanal, könnte das wieder gefährlich werden, ne? Mit der eingeschlossenen Luft. Kennen wir ja das Problem. So, noch ein bisschen hübsch machen. Mit dem Pinsel. Wunderbar. So, die Augen lasse ich jetzt so. Das ist ja jetzt noch blind. Es fehlen die Pupillen. Die mache ich erst so ziemlich zum Schluss. Weil ich ja immer noch ein bisschen hier rumdrücke und rumschmiere. Und dann mache ich ja die Pupille eventuell wieder kaputt. Das möchte ich nicht. So, aus Erfahrung weiß ich, dass jetzt hier eine Mähne rankommt. Die geht hier so, das Pony, ein Pony geht hier so ein bisschen über die Augen rüber. Deswegen reiße ich da hinten schon mal auf. Hier mangelt Ohren zwischen den Ohren. Reiße ich auch alles auf und einmal hier runter. Da kommt die Mähne ran. In Form eines nicht ganz so dünnen Tonstranges. Also ich mache mir jetzt natürlich nicht die Arbeit, lauter einzelne Pferdehaare hier zu rollen, sondern ich nehme einen dicken Tonstrang und der wird hier so rangelegt, schön angedrückt und dann wird das Pferd etwas gestriegelt, dass die Mähne da schön zu sehen ist. So, für die Mähne habe ich jetzt so viel für die Ohren ungefähr, von der Menge her. Und bereite ich mir mal einen Strang vor. Gut gedrückt ist halb gerollt. Ne? So. Den rolle ich jetzt hier übers Brett. Muss nicht besonders schön sein. Und hier das eine Ende vom Strang, das drücke ich hier so ein bisschen. So, das eine Ende vom Strang, das drücke ich ein bisschen zurück, dass das ein bisschen dicker wird. Ja, wie so ein Knochenende, ne? Dann drücke ich es platt. So. So, und das ist das Stück, was hier später zum Pony wird. Ne? Das kommt jetzt hier so rauf, wird schön angedrückt und dann wird es gestriegelt. Vorher muss ich es natürlich aufreißen. Nass machen. Und hier kommt auch Wasser ran. So. Drücke
das hier erstmal schön rein. Da kein Hohlraum ist. So, und die Restwurst schiebe ich so schön ran und breit. Ich fahre da mit dem Finger rüber, dass das alles ein bisschen breiter wird. Nur nicht verschwinden lassen, die Wurst. Das soll ja so ein bisschen erhaben sein für die Mähne. So, kicken hier. Na, dass hier schön der Kontraststreifen zu sehen ist, dass das hier aufgesetzt ist und nicht einfach nur in die Pferdefigur eingeritzt ist, sondern dass das ein bisschen erhaben ist, die Mähne. So. So sieht es hier unten aus. Da ist es ein bisschen schmaler wieder geworden. Ne? Und jetzt fange ich an zu striegeln. Ich mache erst hier vorne Pony. Na, ich nehme mal diese Seite. Auch aufpassen, dass das nicht so steif, wirkt. So, und dann vorsichtig versuche ich hier so ein bisschen ein Haar hier runter zu bewegen zwischen Auge und Ohr. Ne? So, kann man wunderbar mit viel Geduld und Spucke hinmodellieren. Später natürlich noch ein bisschen ausstreichen. Jetzt mache ich es erstmal nur mit dem Hölzchen. Andere Seite mache ich auch. Gucke ich auch, dass ich hier so ein bisschen am Auge vorbeikomme. Wenn das nicht gelingt, kann man natürlich auch einzelne kleine Tonschnürchen da extra anmodellieren. So, aber ich finde das ganz gut so aus einem Stück. So, dann gehe ich gleich nochmal mit dem Pinsel rüber. Wenn der Rest der Mähne auch fertig ist, hier oben gehe ich mal so um die Ecke, dass ich mal eine schöne Ponyfrisur erkennt, ne? So, aber da müssen wir noch ein bisschen hochschieben. Da muss ja noch ein Augenlid nachher hin. Erstmal schiebe ich das ein bisschen hoch und dann mache ich das Auge dann fertig und dann drücke ich das wieder ein bisschen runter. So, und jetzt striegel ich hier mal hier den Rest. Schön mit dem Hölzchen, mit einer breiten Spitze. Dann kann ich richtig schön ein bisschen wellig eine zauberhafte Pferdemähne da einmodellieren. Schön aufpassen, dass das nicht aussieht wie eine Fischgräte. Immer schön locker aus dem Handgelenk und ruhig mal schön lang runterziehen. Dass es mal nach links abfällt und mal nach rechts. Und auch nicht so zaghaft, kann ruhig schön tief eingeritzt werden, eingedrückt. So. Jetzt gehe ich da mit einem Borstenpinsel rüber. Und striegel die Mähne. Ich pinsele die Mähne aus, dass diese ganzen kleinen, schroffen Stellen, diese Hacker und Reißer, da natürlich, es soll ja eine weiche Mähne sein. So. Soll hier nicht so ruppig aussehen, ne? Kommt man ja mit der Bürste sonst auch gar nicht durch.
Hier wieder aufpassen, nicht zu viel Wasser. Gerade hier die Kopfstelle, Kopf und Hals. Wenn die zu schwer wird, kippt es ab. Nach vorne wahrscheinlich. Oh, bin jetzt unten angekommen. Da ist noch was. Wunderbar. Hier vorne noch ein bisschen glätten, wo ich rumgeschmiert habe. So. Fertig. Ich bin fertig fast. Was sagt Jidatau? Was sagt ihr dazu? Ist noch nicht fertig, ne? So. Der Rest kommt jetzt. Ich fange mal hier mit den Nasenlöchern an. Da bohre ich jetzt mal Löcher rein mit der dicken Stricknadel. Ich drehe das gleich um für euch. So. Also ich habe das hier unten angesetzt, nach innen bewegt und dahin gedreht. Und das gleiche mache ich jetzt seitenverkehrt auf der anderen Seite. Oh, wo halte ich es denn? Oje, oje. Immer schön vorsichtig, nichts zerdrücken, nichts anderes. So, einigermaßen synchron hingekriegt, na. Das haben wir auch schon mal besser gesehen, aber egal. So, zwei Nasenlöcher mit einem feuchten Finger. Fahre ich da jetzt nochmal lang. Und dann sind die schön wulstelig geworden. Bei einem echten Pferd ist das, glaube ich, anders. da sehen die Nasenlöcher, die sind andersrum gedreht. Ich kann das jetzt gar nicht erklären. Aber ehrlich gesagt, finde ich das nicht so witzig. Und deswegen ist mein Pferd jetzt so rumgedreht, also die Nasenlöcher. So. Jetzt mache ich noch einen Mundwinkel. Der sieht ja noch ein bisschen langweilig aus hier. Ich nehme die Stricknadel und drehe sie auch ein bisschen raus und drücke unterhalb das ein bisschen zurück. Also rein mit der Stricknadel, genau in die Spitze hier rein. Den Druck verstärken, reindrücken und etwas rausdrehen wieder. Und hier drücke ich unterhalb der Linie mit dem Finger die Masse zurück. Jo. Sind wir bald am Ende mit dem Pferdchen hier. Ich drücke mir das alles noch ein bisschen vorsichtig zurecht. Gehe hier nochmal mit einem kleinen Pinsel lang, mache das alles ein bisschen hübsch und schön, schöner und hübscher. So, und jetzt kommen noch die Pupillen. Achso, hier könnten wir auch noch so schöne Falten reinmachen. Ein bisschen Kontrast noch in die Figur bringen. Ein bisschen Linie. So, andere Seite auch. Und jetzt die Pupille.
Stäbchen vorsichtig schön tief reindrücken. Eins kickt. Und das andere. Oh, hab grad gemerkt, ich habe gar kein Lid gemacht, aber kein Augenlid, aber ist nicht so schlimm. Ich ziehe hier einfach das Pony ein bisschen rüber. Die Ponyhaare, so. Und dann ist das eh zu viel mit dem Lid. Das mögt nicht Sinn. Ein bisschen so wie beim Friseur hier. Es ist ein bisschen so wie bei einer Friseurin. So. Ich denke, so ist das gut, ne? Ich denke, es ist gut. Ich denke, es ist sehr gut. Ich denke sogar, es ist ziemlich perfekt. So, hier würde ich jetzt zum Trocknen das doch noch ein bisschen stützen, ne? Also merkt ihr, das fällt so ein bisschen runter. Also klemme ich jetzt hier einen Schwamm zwischen. Vorher schmiere ich natürlich noch ein bisschen rum. Und mache hier natürlich hier unten, da mache ich noch meinen Stempel rauf, diesen da. So, das ist das Original aus Saal. Zack, bums, fertig. So, nicht zack, bums, fertig. Das kann auch gerne länger dauern. Bei mir sitzt fast jeder Handgriff. Wundert euch nicht, wenn es bei euch länger dauert. Es sei denn, ihr habt auch schon 1000 Jahre Übung. Dann geht das natürlich auch im Bettenfixer. So, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und sag mal, ich sag mal so, Wiedersehen, tschüss, bis bald. Akkuritäten, 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 Akkuritäten.